Es geht weiter mit dem Festmahl des Grauens. Wir halten noch ein bisschen Kohle hier. Und dem Null-Statman-Charakter. Alle Grundwerte unseres Charakters sind auf Null gewesen. Ein paar Werte haben wir ein bisschen erhöhen können in der Zwischenzeit, aber wirklich viel möglich ist da natürlich aktuell nicht. Das dauert noch ein bisschen. Und selbst, also, ich würde sagen, wir müssen auf alle Fälle mal mindestens die Hälfte aller Lebenswandel freigeschalten haben, dass wir es zu irgendwas bringen können, ohne dass wir dann auch noch ermeuchelt werden. Weil wenn wir jetzt weiter wachsen, werden wir irgendwann das Problem haben, dass wir sehr viele Feinde haben werden. Und das Problem ist, dass wir dann wahrscheinlich irgendwann mal ermordet werden. Das wäre blöd. Ja, woher hat der 4000 Mann bitte? Bruder. Ah, Savoyen. Verbündete. Verbündete zu haben ist immer ein Vorteil. Den zu vassalisieren wäre nicht ganz so unentspannt, aber 2164 Mannen. Mit Verbündeten aus Novara. Diese Verbündeten sind direkt daneben. Es ist wieder blöd, ne? Ich würde sagen, wir machen das. Das ist ein schöner Kriegsgrund eigentlich. Und ich rufe jetzt natürlich auch meine Freunde wieder in den Krieg. Also ich mache das, was die auch mal machen. Hier alle in den Krieg rufen. Wenn es schief geht, geht es schief. Und wenn es nicht schief geht, geht es nicht schief. Tun hier die lokale Armee ausheben. Mal gucken, wer hier seine Armee am schnellsten aushebt. Natürlich sind die dem Krieg beigetreten. Man steht doch gleich mal runter. Gucken, vielleicht erwische ich die ja gerade am Chillen oder so. Ne, keiner da. Ausgeflogen scheinbar. Ah, da oben sind sie. Das ist super. Ich kann nicht gerade hier dann die Warte mal ganz kurz. Ah, ich habe nur 87%. Okay, das ist jetzt blöd. Vor allem jetzt erobern die dann. Ja, aber es ist nicht meine Hauptstadt. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Trotzdem interessant. 1400, 1900. Wir gehen jetzt rein. Ja, ich habe einen roten Totenkopf da. Ist aber nicht weiter schlimm. Können wir tun wir zwei Söldnerarmeen anwerben, sicherheitshalber. Gehen wir den auch rein. Ein super Befehlshaber übrigens. Ein 30er Befehlshaber hier. Und gewinnen diese Schlacht hier dann doch deutlich. Und sollten dann auch 100% Warscore haben. Perfekt. Kann noch jemanden gleich verkaufen? Ja, 50 Lösegeld. Sehr gut. Wir gehen nochmal gleich eine Nummer weiter und erobern die anderen zwei Provinzen. Wenn möglich. Dass wir nochmal extra ein bisschen Lösegeld zusammenwirtschaften können. Ja, gibt aber keinen, nämlich aktuell hier. Ah, die möchten ihre Provinz zurückerobern. Dürfen sie aber auch gerne machen. Habe ich wirklich gar kein Problem mit. Das ist mir egal. Das dürft ihr gerne machen da. Dann erobert eure Provinz zurück, weil da habe ich nämlich nachher nochmal die Möglichkeit, die wieder zu erobern. Wieder 100%. Okay. Also auf geht's nach dort oben. Ich habe leider immer keine Gefangene. Das ist so ein bisschen das Traurige. Naja gut, dann mach mal. Komm. Dann beenden wir den Krieg. Das macht eh keinen Sinn. Wenn wir eh keine Gefangenen kriegen den ganzen Tag, dann können wir es auch sein lassen. Jetzt habe ich aber Söldner. Wofür nutze ich die Söldner? Am besten, um gleich weitere Ansprüche durchzusetzen. Kein Prestige. Nur noch Prestige. Schade, schade, Marmelade. Was ist mit euch? 4000 Mann. Provence ist halt ein starker Verbündeter, muss man einfach sagen. Was ist mit euch? Da habe ich kein Prestige für. Na gut, dann habe ich quasi Söldner, aber ich brauche sie dann quasi nicht. Können nochmal einen Epos in Auftrag geben, würde ich sagen. Das bringt mir Prestige ohne Ende, wenn es gut geht. Ist natürlich auch immer eine teure Sache. Dann nochmal Titel verkaufen und Untertan erpressen. So, mehr Prestige, das ist gut. Er ist der Ehrenhafte. Ach Gott, ey. Aber Hauptsache, ich habe Geld. Hauptsache, ich bekomme Geld. Wieder 600. Ich habe aber kein Prestige mehr. Ich bin prestigetechnisch komplett pleite. Aber das Gute ist, wir sollten, sobald das Epos fertig ist, sollten wir tonnenweise Prestige erhalten normalerweise. Warte mal. Ne, das passt eigentlich überall. Hier oben im Breisgau ist es wieder im Eimer. In Freiburg müssen wir es wieder erhöhen. Das Ganze. 10 Jahre lang Ehrlichkeit. Und 300 Bildungs-Lebenswandererfahrung. Ne, dann nehmen wir lieber das andere.
So, 150 Prestige haben wir behalten, 50 Bekanntheit und für 10 Jahre plus 5 Prestige im Monat. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem mal schieben wir auf die, sind wir auch schon erhaben in der Zwischenzeit, sind wir illustrer in der Zwischenzeit. Das bringt auch schon mal plus 20 weltliche Meinung von uns. Und das ist halt nicht zu unterschätzen, diese zusätzliche Meinung. Machen wir gleich mal weiter. Plus 1 Festungsstufe, plus 20 Garnisonsgröße. Das finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Das verbessert auch die Verteidigungsfertigkeit nochmal, erhöht die Verluste der Feinde in Kämpfen. Ne, darf man nicht unterschätzen. Mein Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt, aber wir sind wieder da. Ist ja kein Problem. Sind es doch gewohnt. Ich habe gleich die Mod installiert, dass das Child Cap removed wurde. Das heißt, ich kann jetzt mehr Kinder haben, auch wenn die Alte sich weigert, schwanger zu werden. Gleich mal verführen, die Alte. Wird schon klappen. Mal gucken, ob... Es ist keine Ahnung, es stürzt halt manchmal ab. Meine Güte, ist halt so. Mein Kind ist gestorben. Nein, das ist aber scheiße. Ich sollte die mal verheiraten. Ach, wobei, die ist mir wurscht, die Alte. Können wir kurz gucken, ob wir jemanden matrilinear... Vererbliche Eigenschaften. Ein stattlicher Mann. Vielleicht nicht zu alt. Er hier zum Beispiel. Nein, sie sind miteinander verwandt. Alter. Ach, egal. Ist doch wurscht. Matrilinear. Mit ihm. Und auch du wirst matrilinear verheiratet. Zwar an ihn. So, wir tun sie mal ein bisschen beschleimen. Oh, das klappt. Junge, du kannst schon Kinder zeugen, oder? Du bist nicht irgendwie unzeugungsfähig oder so, ne? Nee, du kannst schon deinen Schniedel irgendwo reinstecken. Zum Kotzen, echt. Wie stark ist unsere Dynastie eigentlich aktuell? 15 lebende Mitglieder. Ich komme mir fast so vor wie einer dieser Bots von den KI-Nationen hier, der überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwas hinzukriegen. Ich glaube, sie möchte etwas Lehrreiches hören. Wer ist sie denn überhaupt? Achso, meine Frau. Warte mal, was? Warum nur noch 55% Erfolgswahrscheinlichkeit? Okay, ist schief gegangen. Okay, nur noch 40% Erfolgschance. Wow. Finde ich relativ beeindruckend, dass das echt so krass schief gehen kann, meine eigene Frau zu verführen. Na, ich bin halt komplett unfähig, ne? Oh, plus 2 Bildungen. Ah, natürlich nicht. Wäre auch wieder zu einfach gewesen. Und ich habe meine Frau, wer hätte es gedacht, nicht verführen können. Das heißt, was wir später machen, wir werden jetzt mal ein bisschen Geld zahlen. Wir können die Kultur ändern oder nicht. Ignorieren das mal ein bisschen mit Kultur ändern. Muss die aktuell nicht sein, die sollen einfach ihren eigenen Glauben beibehalten. Kriegsende, das ist ganz dramatisch. Tut mir echt leid, dass es so enden musste. Und die Hauptstadtentwicklung steigert sich jetzt etwas weit. Aktuelle Entwicklung ist 7. Guter Entwicklungswert ist immer relativ wichtig, muss man nicht drüber diskutieren. Hat viele Vorteile, wenn man einen hohen Entwicklungswert hat. Mehr Steuern, mehr Truppen, sowas. Armeelager, Grubenarbeiten, was für Grubenarbeiten. Ja, Hügelfestung. Hab noch nicht die benötigte Innovation, dann tun wir das mal upgraden nebenbei. Das können wir auch gleich mal upgraden. Ist ja wieder kein Geld, oder? Doch plus 10,1 im Monat. Also finanziell ist jetzt ganz gut in der Zwischenzeit, eben durch diesen Verwaltungsbaum, der halt doch relativ stark ist, ne, muss man schon sagen. Und hervorragend. Das hat geklappt. Und sie weigert sich echt schwanger zu werden. Ja, stattdessen kriegen dann meine Kinder wieder Kinder. Warte mal, du hast nicht den Trade. Du bist tot. Ist das traurig, dass sie gestorben ist, obwohl sie immortal ist? Ist sie ermordet worden? Ach, in Gefangenschaft. Ist sie hingerichtet worden? Er ist auch auf alle Fälle unsterblich. Wer ist denn der Gefängniswärter? Ach, ich bin der Gefängniswärter. Na dann. Ab in die Freiheit mit dir, mein Sohn. Warum soll ich denn meinen unsterblichen Sohn von mir im Knast lassen? Das wäre total blöde. Wir müssen unsere Dynastie größer kriegen. Unsere Dynastie muss wachsen. Was, die Fraktion gegen mich geschaffen? Was ist das für ein Scheiß? Bauernpöbel. Drecksbauern. Was ist euer Problem? Falsche Religion oder braucht ihr auf die Schnauze? Nee, was ist denn euer scheiß Problem eigentlich hier?
Minus 30 Meinung. Ach so, weil ich die Tradition missachtet habe. Es sind also quasi Heulsusen. Ich hab wieder Leute beleidigt. Das kannst du doch keinem erzählen, echt. Hallo, wir beleidigen Leute. Wir sind relativ unentspannt. Wir machen nur Scheiße. Volkswagen plus 50 ist cool. Vielleicht hören die dann auf, hier irgendeinen Scheiß zu machen. Und jetzt wieder los. Ach, seine Ansprüche durchsetzen. Nee, komm, hau ab. Was für Unzufriedenheit, Leute. Ihr mögt mich doch. Hier plus 40 Meinungen. Halt, das muss doch... Wir müssen uns doch... Warum ist sie jetzt gestorben? Weil sie dumm ist. Mit 70. Mit 70 zu sterben ist okay. Was möchtest du mir? 70 Anspannung, 30 Anspannung, 20 Anspannung. Ich habe wieder Anspannungsprobleme. Echt, das ist nicht mehr feierlich hier, ne? Naja, gut. Was, sie ist schwanger? Sehr gut. Ihr haltet ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Ne, wir erhöhen die Steuern, das ist gut. Tun die Leute immer weiter auspressen. Wie so ein Pressschwein. Die Männer haben ja echt 2300. 3200. Das kann also immer noch so stark sein den ganzen Tag. Ah, jetzt den können wir auf alle Fälle mal herzogstechnisch unterwerfen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mit unseren 2340 Mann. Wow. Jetzt ist die Alte nach 40 Jahren mal schwanger geworden. Hat einmal die Beine breit gemacht und ein Kind bekommen und dann ist es eine Totgeburt. Ich sag da nichts zu schon wieder, echt, das ist schon wieder, nee, es ist zu viel für mich. Aber das war die Domänenschwelle. Das ist nice. Und die behalte ich auch. Und jetzt kommen die Bauern natürlich, ja, Frale. Die können eh nichts, die können das nicht mehr belagern, das Ganze. Ist übrigens der Vorteil dadurch, dass wir halt eben, so viel erforscht haben und so viel Boni haben aktuell, was die Verteidigungsfertigkeit angeht. Deswegen müssen wir uns da um sowas jetzt gar keine Gedanken machen, weil die Bauern gar nicht in der Lage sind, sowas wieder zu erobern. Nutzloses Volk. So, die sind weg. Einmal, tschüss. Aber ich kann die auflösen. Plus 12,5 im Monat, Tendenz natürlich steigend, dadurch, dass ich jetzt immer mehr... Boah, sie ist wieder schwanger. Jetzt im hohen Alter, oder was? Jetzt im hohen Alter kriegt die alte Kinder ohne Ende, gefühlt. Was willst du mal kurz machen? Na, nicht zurückziehen. Wir tun mal saufen. Wir tun eine Jagd veranstalten. Tun Ritter einladen. Dann nehme ich die Frömmigkeit gerne an. Das erhöht halt eben auch nochmal meine Beliebtheit gegenüber anderen Katholiken. Und es ist ein Sohn. Er ist leider nicht immortal. Er ist quasi nutzlos. Jetzt haben wir erstmal Architekt jedenfalls freigeschaltet. Noch plus 2 Verwaltung. Nochmal mehr Einnahmen. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Bin mir gerade wirklich gar nicht so sicher. Vielleicht doch jetzt Gelehrter und Theologe mal, wa? Gelehrter ist halt ziemlich stark mit diesen Bonuswerten. Und Theologe dann später eben für unsere eigene Religion. Das sind zwei wichtige Traits. Eigene Religion möchte ich natürlich auch auf alle Fälle machen. Ja, vor der 15 Meinung von mir. So viel Pech kannst du doch nicht haben, oder? Warum sind eigentlich alle meine Kinder melancholisch? Kann mir das einer erzählen? Zum Untertanen erpressen, Titel verkaufen. Dankeschön. Wir gehen auf den Markt. Ne, wir machen ein Festmahl. Ja, 75 Prestige oder 145 Gold. Ich nehme das Prestige an in dem Fall. Mal gucken, dass wir möglichst... Oh, ich kann jemanden vasalisieren. Fürstbischof Hesse von St. Gallen. Hä, warum ist der unabhängig geworden eigentlich? Ist die viel bessere Frage. Oder war der mal irgendwann nicht mehr mein Vasall? Haben die mir den irgendwann entzogen oder habe ich den einfach verloren, als der Herrscher gewechselt hat? Weil St. Gallen hat auf alle Fälle mal mir gehört, das weiß ich. Deswegen wundert es mich jetzt, dass es auf einmal anders war. So, fähige Leute an den Hof. Dich tue ich beeinflussen nebenbei. Dass du mir bloß keinen Scheiß baust. So, du bist immer noch verheiratet. Du natürlich noch nicht.
17 lebende Mitglieder. Tendenz langsam, aber sicher steigend. Trotz allem ist nur das Problem, dass die Alte halt zu alt ist jetzt für Kinder, ne? Dann lassen wir uns mal von ihr scheiden. Tschüss. Ah, mein Urenkelchen. Nehmen wir sie. Sie ist jung. Hoffen wir mal, dass sie viele Kinder gebären möge. Umso mehr, umso besser. Ne, umso mehr, desto besser. Sorry. Ich sehe schon wieder, die Leute hier schon wieder Schaum vom Mund haben. Mündel können meine Freunde werden. Das ist echt total schön. Aber ich möchte eigentlich nur das hier über die Schulter schauen. Plus 20% der Werte. Und sanktionierte Schlupflöcher ist auch relativ nice. Damit können wir natürlich dann später komplette Reiche kaufen. Und wir sind ein eigentlich an sich relativ hübsches, großes Reich. Sie könnte man jetzt mal vasalisieren nebenbei. Da habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich habe 2000 Gold angesammelt. Oh, fuck. Mistakes have been made. Scheiße. Die Schlacht werden wir verlieren. Zu Recht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu Recht werden wir diese Schlacht verlieren, weil da habe ich einfach jetzt einen Fehler gemacht gerade, dass ich die etwas zu langsam oder zu schnell ausgehoben habe in der Situation, zu nah an der Front. Aber wir haben das Blatt nochmal wenden können und den Krieg dann dementsprechend auch gewonnen. Wir haben ein weiteres Kind. Oh, und sie ist immortal. Oh, sie ist ein Traumkind. Da werden sich die Männer die Hände nachschlecken nach diesem wunderschönen Balk. Ganz nach dem Vater kommt natürlich, nach mir. Der einzige war ein Krabbe auf YouTube. Falls ihr mich nicht kennt, hallo, einmal abonnieren bitte. Dankeschön. Oh, perfekt. 50 Meinung von mir erhalten. Holla. Holla. Der liebt mich. Dauert noch 7 Jahre, um in Colmar die... Alter. Kannst du übertreiben, echt. 7 Jahre. Puh. Ein bisschen die Autorität zu steigern. Also sie ist wirklich schwanger ohne Ende. Perfekt, das ist genau das richtige Weiblein. Das ist genau das alte Ding, was ich haben wollte. Kinder ohne Ende. Ja, dürft auslösen. Leider ein weiteres Weiblein. Pass auf, das Weibchen ist auch wieder super, weil es ist mir schon häufiger aufgefallen, dass Weibchen immer bessere Charaktere sind als Männchen. Ja, schau, sie ist ein Genie, weißt, ist klar. Also ganz wichtig, dass sie auf alle Fälle auch in unserer Dynastie bleibt. Ist wieder schwanger geworden. Kannst auch ein bisschen übertreiben. Wir sind das neue Oberhaupt der Schwabenkultur. Was ist mit Ravensburg eigentlich? Tun wir ihn auch nochmal vasalisieren. Ja, da wissen sie noch nicht, was sie machen sollen. Wir fangen sie jetzt hier ab. Verlieren die Schlacht allerdings mal wieder in dem Anfall von geistiger Unfähigkeit. Mal 1600 Söldner mit reinschmeißen, um die Schlacht nochmal zu unserem Gunsten zu wenden. Ja, in letzter Sekunde die Schlacht noch gewonnen. Eine weitere Tochter. Kann ich auch mal Söhne von ihr haben, wenn sie schon so viele Kinder ins Feld schmeißt? Alter, bitte Genie und Immortal. Was habe ich denn bitte schon für Töchter alles? Das ist ja unnormal, echt. Was nehmen wir denn hier? Der Papst soll einfach Meinung von mir erhalten. Das ist, glaube ich, das Beste. Die wollen das jetzt hier belagern. Dauert halt nur 14 Monate, ne? Das ist halt der Nachteil. Bitte was? Jetzt ist der echt in der Sekunde gestorben, oder was? Das ist doch schon wieder asozial. Der stirbt genau in der Sekunde. Nee, ich reg mich nicht drüber auf. Die haben wir jetzt wieder verprügelt. Verprügeln wir gleich zweimal. Nee, die hauen ab. Ja, es dauert noch länger, das Ganze zu belagern. Vorhin hat es schon 14 Monate gedauert. Ihr müsst ja nicht glauben, dass sich das jetzt verbessert. Ja, 21 Monate. Süß. Und wir sollen wirklich trotzdem noch versuchen, hier wirklich den Krieg zu führen, ne? Also muss ich den dann auch wirklich auch von der anderen Seite wieder... Worum geht das? Nee. Stopp. Nee, das ist blöd. Also da muss ich mich jetzt einmischen, weil es geht hier um meine Ländereien da unten. Das sehe ich jetzt tatsächlich nicht ein gerade. Da muss ich mein Veto einlegen. Nee. Also ohne mich, meine Freunde. Das sehe ich nicht ein. Dass ihr hier mir meine Gebiete klaut. Also das kommt mir jetzt dann hier echt nicht in die Hutschnur. Das könnt ihr machen, wo ihr wollt, aber nicht mit mir. Ja, da braucht ihr jetzt gar nicht abhauen. Wenn die den Krieg nämlich gewinnen, bekommen die das hier. Und das sehe ich nicht an, das ist nicht mein Gebiet. Sehr gut, die schlagen mal schon mal schön auf die Schnauze hier.
Die ersten haben wir schon mal zusammengeprügelt. Die alte möchte jetzt auch noch unbedingt Gebiete haben. Hier, kommt gleich mit dazu, bitte. Okay. Das ist nicht mal der Kampf. Kann ich die Provinz überhaupt zurückerobern? Das ist eine ganz andere Frage. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Doch, kann ich. Okay, gut. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, ich kann nur nicht belagern. Ich glaube, zurückerobern geht. Zurückerobern geht, aber... selber erobern würde nicht gehen. Ist auch alle zu alt. Ja, nochmal ein bisschen, bis er alt genug ist. So, Provinz ist zurückerobert. Jetzt tue ich die... Ich tue hier alle verprügeln, ist mir scheißegal. Hier, noch irgendjemand, der auf die Schnauze braucht. Du da unten. So, der erste Krieg ist schon mal vorbei. Mein Lehnsherr ist auch unterwegs. Meine Söldner haben sich verkrümelt. Kein Befehlshaber. Mach mal irgendeiner was für sein Geld hier. Der hat sich einfach meinen Platz als Kulturoberhaupt gesnackt. Der bayerische Hund. Das gibt noch Konsequenzen. Hier, ich helfe euch, Leute. Bin unterwegs. Das lassen wir uns nicht bieten hier, wa? Lehnsherrin. Herr. Was auch immer. Was auch immer du bist. So, wir verteidigen mit 2000. Die greifen mit 1000 an. Das sollte jetzt eigentlich ein Sieg sein. Mehr Entwicklung in Gemeindeneffektivität plus 20%. Was ist denn eigentlich hier die Kulturregion? Ah, das Problem ist, da hängt viel Bayern rum, ne? Müsst ihr quasi mal was von Bayern snacken, irgendwann mal. Kolmar, nach 10 Jahren hatten die jetzt da wirklich auch Entwicklungswerte schon hoch, 9 schon, holla. Holla, die Waldfee. Er ist nicht vermählt. Macht keine Sachen. An ihn verheiraten. Ja, der Krieg ist gewonnen. Das heißt, der Krieg. Sie erhält den Titel. Er verliert den Anspruch. Das ist genau das, was wir brauchen. Und damit ist Novara sicher. Fürs Erste. Das sollte auch so bleiben. Das sind meine Gebiete. Die gehören niemandem außer mir und mir alleine. Und wer das nicht akzeptiert, der kriegt irgendwann richtig auf die Schnauze. Das sage ich euch einfach, wie es ist. Da verstehe ich echt keinen Spaß, nicht? Können wir ein bisschen Kasernen bauen. Ja, einfach alles wieder ausbauen. Habe ich genug Geld? Können sogar die Autoritätsstufe mal auf Stufe 2 erhöhen, aus Langeweile. Meine geliebte Gemahlin ist wieder schwanger. Ich weiß doch noch nicht von wem. So. Tumariter einladen, niedere Titel verkaufen, Untertanen erpressen, Epos in Auftrag geben. Festmahl veranstalten. Sehr gut. Auch an dich, Dankeschön für das zusätzliche Geld. Ihr hättet mehr persönliches Prestige. Oh, das ist aber sehr nett. 10 Jahre plus ein Diplom plus ein Bildung. Ihr dürft auch alle wieder gehen. Lebt wohl. Wir haben wieder eine Tochter bekommen. Ich schwöre, wie viele Kinder wir aktuell haben. Echt, das ist echt nicht mehr feierlich in der Zwischenzeit. So viele Kinder. Jetzt habe ich da unten, hier habe ich einen Koma, habe ich jetzt auch wieder Kontrolle verloren. Leider. Aber das kriegen wir schon wieder hin, das ist nicht weiter schlimm. Ich halte einen Anspruch auf Novara. Ich habe aber Novara schon, deswegen ist mir das eigentlich wurscht. Ich höre ihre Steuern. So einfach ist das. Und wir haben wieder 2 weitere Kinder bekommen. So mag ich das doch. Bildung pro Hingabestufe plus 2. Jetzt haben wir schon... Oh, das ist gut. Also unser Bildungswert steigt. Deutlich. Du darfst hier bei uns am Hof bleiben, netterweise. Und wir haben auch die erste Dynastie. Das erste Dynastievermächtnis. Da würde ich sagen, wir machen noch gleich mal... wie immer blaues Blut. Das Einzige, was irgendwo sinnvoll ist in dem Spiel, ist das blaue Blut immer. Was ist denn das jetzt wieder für ein Krieg? Ja, das ist mir egal. Solange es nicht hier um meine Länder reingeht, könnt ihr alle machen, was ihr wollt. Aber sobald hier irgendeiner meine Länder reinhaben will in dem Krieg, dann hört dabei wieder Spaß dann doch mal auf. Weil das sehe ich dann doch irgendwo auch nicht ein. Wir bauen eine Kaserne. Armeelager. Brauchen halt dringend auch mehr militärische Gebäude. Upgrades. Können wir noch Schönes bauen. Hier können wir auch noch was bauen. Hier könnte man auch noch mal eine Kaserne hinschmeißen. Sehr gut.
Was möchtest du? Ah, wir können wieder saufen gehen. Sehr gut. Alle sitzen so nah bei mir, jeder mag mich. Ich bin zwar ein melancholischer, schlecht gelaunter, fauler, feiger, zynischer, paranoider Charakter, aber alle finden es geil, neben mir zu sitzen bei so einer Party. Corona-Party hier im Mittelalter. Danke für dein Geld, mein geliebter Papst. Ich liebe dich auch sehr. Aber wir können aber auch eine Pilgerreise gehen eigentlich auch, ne? Ganz nebenbei. Ich gebe quasi das Geld aus, was der Papst mir gegeben hat, um dann nach Jerusalem zu pilgern. Ist doch auch schön. Ab nach Jerusalem. Ach Gott. Verachtung Heiden gegenüber, das klingt gut. Hingebungsvoller Pilgerer. Oder weltliche Pilgerreise. Oh, die weltliche Pilgerreise. Und ja, meine Tochter hat ein Kind auf die Welt gebracht. Danke für die ganze Frömmigkeit. Glaubst du, die Ikone ist übrigens die höchste Stufe, die es gibt? Wir sind aktuell auf der dritten Stufe schon, ne? Oder? Warte mal, was? Tugendheld ist die dritte? Die höchste Stufe ist, glaubst du... Achso, okay. Aber wir haben jetzt aktuell die zweite Stufe. Also dauert noch ein bisschen, bis wir da weiter nach oben voranschreiten. Wir haben jetzt aktuell 2700 Mann, es backt aber wieder ein bisschen rum, oder? Ja, das regeneriert nicht richtig. Wenn ihr das auch habt, dass es nicht richtig regeneriert, dann einfach hergehen, alle ausheben und dann alle wieder auflösen. Damit sollte sich das wieder entbuggt haben. Und dann wieder ganz normal weiterlaufen. Meine gute, geliebte Frau ist wieder schwanger, mal wieder. Wir haben jetzt aktuell 13 Kinder. So, jetzt können wir unsere Kinder mal verheiraten. Jetzt machen wir noch kurz diese Folge. Nein, ich bin es Relevanz. Tja, sie bringt sogar noch ein Bündnis mit rein. Ah, sie ist. Ach, sie ist eine Enkelin von mir. Also nehmen wir sie, sie ist noch schön jung mit. Sie ist erst 10. Schauen wir nach Matrilinear. Kann unsere Dynastie möglichst groß kriegen. Das ist eben das, was ich möchte erstmal. Dankeschön. Ihr habt kein Interesse zum Saufen. Nächste Folge würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir ein bisschen eventuell Richtung Bayern expandieren. Da ist aktuell viel Luft nach oben. Bayern ist auch ziemlich stark, aber das Ostfrankenreich hat sich auch wieder gesammelt so ein bisschen. Jetzt herrscht aber so ein kleines Kind. Das geht bestimmt auch wieder in die Hose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht. Wir haben uns zwar ein bisschen gefangen, es geht auch langsam aufwärts, ne? Es sind schon 100 Jahre vergangen. Also ich glaube, so schlecht war ich nach 100 Jahren noch nie mit keiner der 100er Statman. Aber es ist halt auch etwas schwieriger, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.